Wir waren gestern im Nexus gewesen, haben die Inni wieder als Heiler gemacht und ja, haben eine Menge Erfahrungspunkte gekriegt, 160.000 allein durch die vier Quests, die wir hatten. Damit ist Nexus so gesehen abgehakt. Ja, Adjolnerup können wir bis 77 machen. Dann hier 78, 79 und der Rest alles bis 80. Ich war jetzt noch mal in Tausend Winter gewesen. Ein sehr schneller Sieg. Erst war ich mit meinem Todesritter. Das hat 20 Minuten gedauert, bis wir gewonnen hatten. Und jetzt dann noch mal nicht mal 6, 7 Minuten. Dafür gab es drei Ehrenabzeichen von Tausend Winter. Und hier haben wir auch wieder eine Menge Ehrenpunkte bekommen, die wir demnächst auch mal ausgeben müssen. Gut, wir sind auf dem Flug zur Feste Wintergarde zurück. Wir schauen jetzt erstmal während dem Flug, was wir bekommen haben. Plus Angriffskraft. Aber der Set-Bonus geht weg. Plus Beweglichkeit. Plus Crit, minus Angriffskraft, minus Ausdauer. Plus Ausdauer, plus Tempowertung. Also ich würde jetzt mal behaupten, wenn wir das austauschen und das austauschen, ist der Set-Bonus eh weg. Ja, ich weiß. I don't know. I don't. Ach, das muss ich noch austauschen. Genau. So, dann haben wir hier noch ein. Das hier. Das kann weg, weil ich nutze eh die ganzen Sachen nie. Was haben wir denn hier jetzt noch für Quests? Bin jetzt gerade am Überlegen, was hatten wir denn vorgestern zum Schluss gemacht, weil wir hatten ja Moment. Ich gucke kurz den auf lautlos. So, wir haben na auf die Suchleiste wir haben die Quest Männergeheimnisse abgegeben und haben dann nichts mehr gemacht. Also wir haben hier drin die Quest abgegeben und das war's dann und sind dann direkt zum Nexus geflogen. Geht's? Dann wollen wir hier jetzt mal annehmen. Männergeheimnisse. Zelig, der Visionär in der Feste Wintergarde in der Drachenöde, möchte, dass sie die Karte des scharlachroten Ansturms findet und sie zu ihm Sieh zurückbringt. sich. Dann hier vorne. Braucht ihr etwas? Der Weg der Erlösung. Bringt der Weg der Erlösung zu Oberkommandant Halford Wimbern in der Feste Wintergarde in der Auf Drachenöde. Ja, dann. wo denn sonst? Elun Die Rückkehr des Kreuzzugs. Kommandantin Linor Windstreich möchte, dass ihr 20 Mitglieder des Scharlachroten Ansturms im Basislager des Ansturms Viel tötet. Glück. Okay. Sonst ist keine Quest hier. Das Basislager des Ansturms ist, Moment, da drüben. Ja, hier drüben ist das. Genau, da müssen wir jetzt hin. Und der Weg der Erlösung kann von jedem Mob getroppt werden. Wir müssen eh 20 Stück killen, dadurch ist die Quest schnell mitgemacht. Und das andere Karte des Scharlachroten Ansturms gibt es hier hinten. Wollen wir erstmal anfangen hier zu gehen. Haben wir. Moment. Ich will jetzt noch mal gucken. Also bis 309, 310, 313. Gut. Wir ziehen die neuen Sachen an. Und dann gucken wir bei dem hier nochmal.
da haben wir schon das Buch. Das hier 313, 314. Nein. Gut, dann haben wir drei von den Sachen gebraucht. Das ist doch recht gut. Also hier ist es auch egal, was wir kriegen. Ob wir jetzt hier einen Steinmetz killen oder hier einen Infanterist. Das ist ziemlich egal. Das Einzige, was nicht steht, sind die Hunde. Ja, die Klamotten erinnern irgendwie an Scharlachrotes Kloster. Das sind ja auch alles die gleichen Deppen. Ich hab gedacht, der kriegt's nicht mit. So. Also 20 von denen hier brauchen wir jetzt. Jetzt noch 13. Jo, geht eigentlich recht flott. Her? Wo kommt der denn her? Den habe ich ja gar nicht gesehen. Ich habe hier oben auf dem Minimap geguckt. Der war bestimmt hier in dem Zelt drin. Faule Sau. Hat sich gerade ausgeruht. Ja, so kennt man sie. So, da ist noch einer. Ja, das Blöde bei Questy ist, man sieht bei längeren Texten nicht den Fortschritt. Da muss man halt wirklich warten, bis man einen jetzt gekillt hat. Der macht Pause. Pause vorbei. Zurück. So, komm her. Wie viel waren wir jetzt? 13? Sehe ich ja, wenn ich mit dem Maus auf den gehe. 12 haben wir jetzt. Okay. So. Holen wir den her. Dann killen wir den da drüben. Und den Rest killen wir da, wo das die Karte ist. Stück brauchen wir dann noch. So, einmal aufmounten und wir müssen jetzt darüber. Hier drüben ist ein Turm. Da ist das Buch oben. Ist es oben? Ne, oben ist der Elite-Mob, den wir schon gekillt hatten. Unten ist das Buch. Die Karte. Ah, wie komme ich denn die ganze Zeit auf Buch? Nervt mich nicht. Normalerweise sind hier zwei Hunde drin. Keine Ahnung, warum jetzt nur einer drin war. Egal. So, fünf Stück brauchen wir noch, ja? Ja. Also war 1000 Winter eben war wieder sehr erfolgreich, sowohl mit dem Todesritter als auch mit dem Dudu hier gewonnen. Macht richtig Spaß wieder.
Ja, 1000 Winter ist auch das, was in den anderen Add-ons so gefehlt hat. Pandaria, ich bin gerade am überlegen, gab es in Pandaria sowas wie 1000 Winter? Da gab es, glaube ich, die eine Insel, wo man hin ist, aber das war jetzt nicht so gut wie 1000 Winter. Das. Bei was gab es denn noch? Kataklysm? Gab es in der Hinsicht gar nichts. Pandaria? Gab es nur diese Insel der Uralten oder wie das hieß? Nee, das ist Strand der Uralten. Das ist Schlachtfeld. Was kam danach? Kam danach schon Legion? Ich habe keine Ahnung mehr. Und von keine Ahnung habe ich eine Menge. So, wir müssen hier zur Lichtwarte noch. Ja, da fliege ich jetzt hin, weil wir eh schon hier oben sind. Deswegen können wir da ohne Probleme hin. So, einmal hier zu ihm. Das Licht sei mit euch. Beenden. Die Säuberung von Jintar-Kala. Kreuzritter Valus bei der Lichtwarte in der Drachenöde möchte, da sie 15 Anhänger der Geißel von Jintar-Kala tötet. Seid vorsichtig. Sonst gibt es hier keine Quest. Die ist eigentlich recht schnell gemacht. Ja, wir hatten ja vorgestern auch natürlich nur schnell gemacht, wenn hier auch Mobs da sind. Wir hatten ja vorgestern eine etwas kürzere Folge mit nur 10 Minuten. Ist halt so. Dafür hat halt auch, Nexus länger gedauert. Deswegen, ich habe da kein Problem mit. Wir haben in letzter Zeit eh öfters mal längere Folgen gemacht. Warum ist der grau? Warum war der jetzt grau? Ich habe keine Ahnung, warum der grau war. Die können wir beide killen. Die zählen nicht. Die hatten zu wenig Leben. Scheiße. Egal. Egal. So, da seht ihr, ja, der zählt. Na komm. Put. So viel wie der Charme jetzt schon gekillt hat, müsste doch eigentlich alle haben. Ja, das ist halt wirklich das Praktische hier bei der Quest, dass auch die zählen, die hier in den Käfigen sind. So, da ist noch einer. Och, da ist schon wieder einer. Das ist aber nett. Und den hatten wir bei der einen Quest gekillt gehabt, wo wir das Samenpeitscher Korn oder was das war auf ihn geworfen hatten. So.
So, 5 brauchen wir noch. Komm her. Ey. Einfach in alle 2 Sekunden so viel Schattenschaden. Erhöht den vom Zaubern erlittenen Schattenschaden um 80%. Das hackt. Zwei brauchen wir noch. Dann nehmen wir einmal den hier und dann den hier. So, komm her, Freund. Und Quest beendet. Sehr schön. Dann direkt wieder zurück abgeben. Und ich glaube, wir kriegen eine Folgequest, wo wir kurz nach Soltrak müssen. Ihr sucht doch etwas. Was ist das? Faustwaffe Dolch. Nein. Ich glaube, das Schwert ist am teuersten. Die nehmen wir dann morgen an.